Ich habe lauter Knubbel, Leberflecken und Muttermale, vor allem am Hals. Wenn ich dran hängen bleibe, bluten sie und können sehr wehtun. Der größte Leberfleck ist am Kopf. Er ist sehr dick und manchmal kommen Haare raus. Er wird immer größer. Es ist schrecklich. Es macht mir Sorgen. Ich will nicht lauter Flecken im Gesicht haben. Das wäre fürchterlich. Die Ärzte haben mir immer gesagt, dass es sich um gutartige Tumore handelt. Niemand hat sie je behandelt oder mir gesagt, warum ich die kriege. Sie sind mir sehr peinlich, weil es so viele sind. Ich mag sie nicht und ich will sie nicht länger haben. Erzählen Sie mal, warum Sie hier sind. Ich habe so viele Leberflecke, auch am Haaransatz. Dieser an der Seite ist ganz schrecklich. Sehr groß. Sie sind überall. Stimmt, wann tauchten die zum ersten Mal auf? Vor etwa 30 Jahren, aber in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sie zugenommen. Hat sie noch jemand in ihrer Familie? Mein Vater. Er hatte sehr viele. Meine beiden Töchter haben auch viele Muttermale. Ich weiß nicht, ob sie was zu befürchten haben. Gibt es Hautkrebs in ihrer Familie? Nein. Wie kommen Sie damit zurecht? Machen Sie sich Sorgen? Sie sind mir sehr unangenehm. Ich finde sie so hässlich. Und ich frage mich, was in 10, 15 Jahren sein wird. Ob dann mein ganzes Gesicht voll ist. Ich sehe sie mir mal an. Sie haben schon etwa 100 nur am Hals. Einige sind heller, andere sehr, sehr dunkel. Haben Sie viel Zeit in der Sonne verbracht? Ich bin gern draußen. Am Brustkorb sind auch welche. Einer zwischen den Brüsten. Ein ganz besonders toller. Unter den Achseln sind sie auch. Dieser ist viel rauer. Und dieses Prachtexemplar fühlt sich an wie ein altes Kaugummi. Dieses Mal ist zerebriform, das bedeutet gehirnförmig. Es hat viele kleine Öffnungen, die wie Mitesser aussehen. Das sind eindeutig seborrhoische Keratosen, auch Alterswarzen genannt. Sie sind gutartig und entstehen durch eine Verdickung der obersten Hautschicht. Alterswarzen sind sehr häufig. Mehr als 90% aller Menschen haben die. Ungewöhnlich ist, dass sie so viele haben und auch ganz unterschiedliche Typen. Woher kommen Alterswarzen? Häufig sitzen sie an Stellen, die viel Reibung ausgesetzt sind. Die Haut ist gereizt und verdickt sich. Das passiert unter den Armen oder am Hals, weil wir ständig den Kopf drehen. Es gibt auch eine genetische Veranlagung. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Auch nicht, dass sie sich über ihr Gesicht verteilen. Bin ich froh. Was wünschen Sie sich von Ihrem Besuch heute? Es wäre fantastisch, wenn Sie die größeren entfernen könnten. Und je mehr Sie schaffen, umso besser. Die größeren Warzen kann ich abtragen. Die Wunde wird dann mit Hitze kauterisiert. Und ich nehme mir so viele kleine vor wie möglich. Super. Außerdem gebe ich Ihnen eine Creme für zu Hause, die verhindert, dass die Warzen wiederkommen. Und Sie bekommen einen guten Sonnenschutz für Ihr Gesicht und Ihren Hals, damit die Sonne nicht noch mehr Schaden anrichtet. Einverstanden? Klingt großartig. Danke. Ich bin außer mir vor Freude. Ich habe etwa 400 bis 500 Warzen. Je größer sie werden, desto mehr belasten sie mich.
Ich werde die einzelnen Stellen jetzt betäuben. Sie spüren also einen kleinen Pieks. Das muss ich bei jeder einzelnen Warze machen. Aber der Schmerz lohnt sich. Solange ich sie loswerde, ist mir egal, was sie machen. Noch ein Pieks. Jetzt die größeren. Okidoki. Wenn es weh tut, sagen Sie Bescheid. Ich schabe die Warze ganz vorsichtig ab. Alles gut? Ich merke nichts. Weg ist sie. Jetzt etwas Hitze zum Verschließen der Wunde. Fertig. Jetzt diese. Als wenn man verbrannten Toast abkratzt. Manche sind dunkler, weil sich dort mehr Melanin abgelagert hat, also Hautpigment. Tat das weh? Es war nicht schlimmer als die Spritze. Dann lohnt sich die Betäubung nicht. Jetzt zu den beiden Großen. Zuerst die kleinere. Die Haare kommen mit ab, aber die Haarwurzeln werden nicht beschädigt. Sie wachsen also nach. Fast fertig. Es riecht. Ja, wir braten sie. Jetzt die letzte. Das ist die ganz große. Ich gehe mitten rein. Diese Warze ist sehr dick und sehr dunkel. Blutet es sehr? Nein, gar nicht. Sie ist krümelig. Ich schabe nur die oberste Hautschicht ab. Das macht mir so richtig Spaß. This is great fun. Es dauert etwa 10 Tage, bis alles verheilt ist. Die ersten paar Monate ist die Stelle noch rot, aber das geht mit der Zeit weg. Hast geschafft. Ich habe 17 große entfernt. Sehen Sie mal. Oh, wow. So much better. Viel besser. Es ist noch wund. Ein bisschen wie Beefsteak. Aber nicht mehr groß und schwarz. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Dr. Emma hat 17 Warzen entfernt und ich fühle mich großartig. Ich bin überglücklich.